Zum Thema gesundheitsbedrohende Krankheiten hören wir die Abgeordnete Verherika Schleimbach. Hier mal hergehört. In unseren Krankenhäusern tummeln sich neuerdings überall multiresistente Keime. Wieso? Sind die von der AfD denn jetzt alle im Krankenhaus? Ich bin auch kürzlich eingeliefert und sofort auf die Isolierstation hingelegt worden. Was hattest du denn? Euren geistigen Dünnschiss, aber nach 3 Tagen Pizza ist alles wieder gut. Die Pizza hat dich von Dünnschiss geheilt? Nee, aber auf der Quarantänestation hat nur Pizza durch den Türschlitz gepasst. Hallo, das ist ernst. Diese Erreger sind resistent und extrem widerlich. In Amerika gibt es jetzt ein Gesetz gegen widerliche Erreger. Da müssen Schwule beim Bäcker nicht mehr bedient werden. Lasst es uns lieber gleich machen wie Russland und Iran. Da gibt es gar keine Schwulis. Mir wird schlecht. Da ist er wieder, euer geistiger Dünnschiss. Ich glaube, die Krankenhauskeime sind eine Verschwörung der Putzfrauenmafia. Die können jetzt wegen der Infektgefahr auf unsere Kotzen ohne Ende Überstunden schrubben. Finger weg von der Putzmafia. Da bin ich Ehrenmitgliedin. Eure durchgelassen meinen wohl ihre Sinn für das rücksichtslose Runterputzen von armen Parasiten wie Griechenland. Nee, ich meine die interne Hygiene gegen politische Infekte. Hab grad erst von meinen Keimkillern den Gauweiler wegmobben lassen. Prima, die Medikamentenmissbrauchsgruppe trifft sich heute übrigens zum Placebo-Einwerfen am Bundestagspostkasten. Briefmark nicht vergessen. Bis gleich.